How's it coming, dog? God, how's it coming, dog? God, just listen to this kid's report on Great Expectations. So, wir wollen uns heute die erste halbe Stunde eines Films ansehen. Wir springen natürlich von Szene zu Szene, nicht am Stück. Und zwar, es geht um den künstlerischen Anspruch. Es geht darum, was der Regisseur tut. Er reiht nämlich in der ersten halben Stunde Symbol an Symbol an Symbol, um zu zeigen, dass er versteht, worum es hier geht, um zu demonstrieren, worum es geht. Und all das passiert parallel zur erzählten Geschichte. Die Geschichte selbst bietet viele Analogien in den Charakteren. Ich werde darauf aus Zeitgründen jedoch nicht eingehen, zumindest nicht in diesem Video. Wir wollen uns jetzt einzig auf die Aussagekraft der Bilder, auf die dargestellten Symbole konzentrieren, weil die alle stehen im Zusammenhang mit dem großen Bild, das, worum es eigentlich geht. Freunde der Kunst. So, worum könnte es in diesem Film wohl gehen? Wir schauen uns den Titel an. Hier, allen Ernstes, dieser Film hier heißt Saturn 3. Saturn 3. Was könnte das wohl sein? So, jedem sollte sofort einleuchten, klar sein, worum es hier geht. Saturn 3 ist selbstverständlich diese Geschichte hier. Saturn 3 ist Bina. Understanding. Und zu diesem Thema gehören eine Menge Symbole, die wir alle kennen. Wir kennen die Codes. Und darum sehen wir uns jetzt diese halbe Stunde an. Weil, wie gesagt, der Regisseur reiht diese Dinge aneinander. Es ist prägend für das Szenenbild. Ja, komm, wir schauen uns das an. Es wird ohnehin schon viel zu lang. Moment, ich lass laufen. Saturn 3. So. Ja, Saturn, das Raumschiff, es handelt sich hier um eine Station. Wie gesagt, ich werde die Handlung jetzt nicht großartig kommentieren. Es geht mehr um die Szenenbilder. So, wir werden nun ein kleineres Raumschiff sehen, das dann, ja, und das werden wir uns auch noch betrachten. Warum nicht schon jetzt? Schau, das hier ist das Mutterschiff. Was siehst du hier? Du siehst hier hinten Saturn. Das hier ist das Mutterschiff. Woran erinnert dich das? Hier. Moment. So, wie gesagt, es geht um die Symbole, um die Symbolkraft der Szenenbilder. Wir haben hier hinten Saturn, der im kabbalistischen Kontext Saturn 3 the Mother ist. Wir haben ja das Mutterschiff. Und dieses Schiff sieht aus wie, was ist Saturn? Saturn ist the Bull, der Stier. Ist das Symbolbild für, das Symboltier in der okkulten Verehrung für Saturn. Das ist auch Jehova. Dieses Raumschiff sieht aus wie ein Bulle. Okay, du hast die zwei Hörner. Du hast den Schädel und du hast die Schnauze, nimm das Schnauze beim Stier, das Maul halt. Okay, es ist ein Stierkopf, dieses Raumschiff hier, weil Saturn ist, the Bull. Dann sehen wir nun das kleine Raumschiff. Oh, Moment. Oh, was habe ich getan? Moment. So, wir waren hier und ich sehe schon, das wird ewig dauern. Ja, vielleicht doch. Ja, ich hoffe, wir können die ganze halbe Stunde machen hier. Wir sehen nun in diesem Mutterschiff, sehen wir nun ein kleines Raumschiff, das dann der Zubringer sein wird zur eigentlichen Station, Saturn 3. Hier sehen wir nun dieses kleinere, dieses Zubringer, dieses Botenraumschiff hier. Interessante Gestaltung, weil es hat zwei Facettenaugen, zumindest in der Gestaltung.
Facettenaugen, wie wir sie auch bei der Fliege finden. Der Herr der Fliege, der Fliegen, ist Satan, der Belzebub, Saturn, traditionell. Und darum ist dieses Raumschiff hier, dieses in Saturn 3, gleicht einer Fliege. Und wir sehen die Elemente des Auges hier. Diese bestehen aus Hexagon, diese bestehen aus Cubes. Das ist das direkte Symbol für Saturn, der Cube. Darum kannst du hier auch den Stern, den sogenannten Stern des David reinzeichnen, der der Stern des Saturn ist, tatsächlich. So, und du findest dieses Symbol auch am Nordpol, in den NASA-Aufnahmen, am Nordpol des Saturn. Moment. Hier, das ist der Nordpol des Saturn mit dem Hexagon, dem rotierenden Hexagon. Und wir finden dieses Hexagon, wie gesagt, hier in diesen quasi Augen dieses Raumschiffs, das seinerseits aussieht wie eine Fliege. Okay, weil der Herr der Fliegen ist Saturn. Der Satan, der Belzebub. Wir wissen, im Okkulten ist Saturn die Sonne, die schwarze Sonne, weil die Erleuchtung so genannt mit Saturn zusammenhängt. Er ist die Intelligenz, der Intellekt. Er ist quasi das Licht des Geistes im luziferischen Kontext. Dann sehen wir jetzt hier die Sonne im Zentrum. Und ich sage dir immer wieder etwas bezüglich der Verbindung von Pyramide und Saturn, dass das zusammengehört. Und wir sehen das auch hier dargestellt, weil wir sehen zwar keine Pyramide, aber vom Prinzip her eben schon, weil dieser Weg hier verläuft perspektivisch hin zum Zentrum. Okay? Und im Zentrum, hier wäre dann die illuminierte Spitze, wenn du so willst. Von der Ordnung her ist das, was wir hier sehen, die gleiche Geschichte wie eine Pyramide mit illuminierter Spitze. So, das hier sind Arbeiter. Und interessant hier ist, wir wissen, es geht in diesem Zusammenhang immer wieder um die Pole, um die Ordnung. Diese zwei Pole, der 1, 0, 1, werden dargestellt durch Yachin und Boas, durch weiß und schwarz. Und schau die Beleuchtung nun in diesem Szenenbild hier. So, die zwei, der eine trägt das Helle, der andere trägt das Dunkle. Okay? Es geht um die Pole. So, Moment. So, die Arbeiter, die wir eben gesehen haben, laden das Raumschiff voll mit Kisten und Zeugs. Ah, und das nun ist der Held, oder der Anti-Held des Films. Wir sehen ihn hier, wie er seinen Helm anzieht. Und dieser Helm wirkt prägnant dadurch, dass er tief schwarz ist. Es ist ein schwarzes. Okay, schau, was du hier siehst, das hier. Moment. Moment. So, das hier ist abermals das hier. Okay, wir hatten hier den Filmtitel. Saturn 3. Ich habe dir gesagt, das ist Bina. Bina ist Black. Das ist schwarz, ist dieser Sephira zugeordnet. Und darum dieser Helm. Okay, das soll das zum Ausdruck bringen. Hier. Dann, ich fahre fort zur nächsten Szene. Moment. Dann haben wir dieses absurde Szenenbild, das uns zweimal gezeigt wird im Innern des Mutterschiffs. Und es zeigt uns irgendwie gleichzeitig am Wirken. Auf den ersten Blick, es wirkt wie eine Spiegelung, nicht? Ein Spiegel an der Decke hier. Ist aber nicht der Fall. Es ist keine Spiegelung. Sondern, was natürlich interessant ist im Kontext, weil Bina, respektive Malkuth ist die Spiegelung von Bina. Okay, im symbolischen Kontext. Was der Hintergrund sein wird zu dieser eigentlichen Szene hier. Aber wir sehen hier, das wirken zwei Kräfte. Eine Schwerkraft, die nach unten wirkt und die nach oben wirkt. Du siehst ja die Leute, manche stehen hier an der Decke, manche stehen unten. Das ist absurd. Aber es kommt halt zu diesen absurden Konstellationen in einem fiktiven Universum. So, Nachtrag. Und ich meine, es
könnte sein, ich vermute, was der Regisseur uns hier zeigen will, ist die Zeit. Ein Abbild des zeitlichen Zyklus, des zeitlichen Verlaufs. Wenn du dir das hier ansiehst, du siehst eine Sanduhr. Wie eine Sanduhr sieht das aus? Wir haben das X, das voneinander trennt. Zwei Räume. Und ich weiß es nicht. Aber es könnte sein, dass die Idee hier ist, dass er Zeit darstellen will. So, zurück zum Film. Das ist interessant gemacht. So, er wird nun ins Raumschiff gehen, Moment. So, er fliegt nun weg in seinem kleinen Raumschiff. Wir werden jetzt nochmal das Mutterschiff sehen hier. Siehst du die zwei Hörner? Das eine sogar ist blau, das andere ist rot. Das ist der Schädel des Bullen, the Bull. So, und hier das kleine Raumschiff, das nun rausfliegt. Moment, wir springen weiter. So, diese Szenenfolge hier ist äußerst seltsam, weil er fliegt hier durch die Ringe des Saturn. Aber der Regisseur stellt es irgendwie so dar, als würde er unter Wasser sich bewegen. Es ist hier oben bereits Reflexion. Und jetzt schau, das ist doch ein Wasserspiegel hier. Nochmal. Achte hier oben auf die Kante. Moment. Hier, er fliegt durch die Ringe. Siehst du hier, gesehen, nochmal. Er bringt irgendwie Wasser in diesen Kontext. Ich weiß nicht genau, ob er uns hier etwas sagen will. Also die Ringe des Saturn und jetzt siehst du dann die Spiegelung einer Wasseroberfläche hier. Und er taucht ab. Siehst du das? What's the meaning? Aber wir wissen auch, Wasser ist das Symbol für Bina. Also wir haben hier Bina Saturn. Er fliegt nun weiter zur eigentlichen Station, zu Saturn 3, die sich hier befindet. Moment. So, nur wegen des Zusammenhangs. Er landet nun hier. So, und trifft dann dort, das ist Saturn 3. Und nun sind sie zu dritt in Saturn 3, dieser Station, also die 33. Dann, Moment, so, das hier ist die Eingangsschleuse zu Saturn 3. Ich hatte dir beim einer der ersten Bilder gesagt, das entspricht auch einer Pyramide. Schau hier, gleiche Geschichte. Das ist wieder den verjüngenden Weg. Das ist die Pyramide ohne Spitze. Du hast hier die zwei Pole, den einen Pol, den anderen Pol, die zwei Säulen. Und du hast hier Saturn mit seinen Ringen als Symbol. Nun öffnet sich dieses Portal, dieses Gate. Und die drei kommen hindurch. Okay? Siehst du, das hier ist der 1-Dollar-Schein hier. Das Symbol darauf. Immer diese Geschichte. Ist der Druck dafür in Ordnung? So, wir springen weiter. Moment. So, jetzt wird dekontaminiert. Und das sieht toll aus. Darum lasse ich das jetzt laufen hier. Schau hier, siehst du das? Die Pyramide mit der Spitze. Okay, Moment. So, er sagt. Hier sind wir nun schon seit über 3 Jahren. Wunderbar. Er sagt, hier sind wir nun schon seit über 3 Jahren. Wenn du dir diesen Film anschaust, du wirst bemerken, dass eine Zahl immer wieder auftaucht in allen möglichen Zusammenhängen. Die 3, es sind immer 3. Und warum sind es immer 3? Weil, Moment, so hier, die 3 taucht immer wieder auf in allen möglichen Zusammenhängen, weil eben nicht nur die 3, sondern allgemein Dreien, das Dreisame, die 3, das Dreifache, all das repräsentiert Binah, die Dreien. Darum gibt es so viele Dreien in diesem Film. So, schauen wir weiter, Moment.
So, vielleicht doch noch als kurzer. Ich wollte nicht auf die Geschichte eingehen. Aber sie hier ist in dieser Konstellation. Sie ist the woman. The woman. Und sie ist im Grunde der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Sie steht im Es geht um sie. Okay, es zündet sich Eifersucht und Stuff. Es geht immer um sie, um the woman. Weil the woman ist binar. Okay, das gehört auch in den Kontext dieser Geschichte. So, das am Rande. Schauen wir die Symbole weiter. Moment. Hier, das hat man jetzt nicht gehört, weil ich darüber gelabert habe. Hören wir auf den Text im Film, was er nun sagt. Ich habe darüber geredet, dass the woman zu binar gehört, zu binar Saturn. Nun, hör auf den Text. Noch etwas gehört nämlich zu Saturn. Ich war einige Abschnitte in Billion Park. Das haben Sie jetzt geräumt. Das ist eine tote Zelle. Tot. Davon habe ich nie was erfahren. Okay. Der Tod. Von welchem Kondor kommen Sie? Wie gesagt, Venus Saturn ist the woman. Saturn ist auch der Tod. Tod. Tod? Und schau, was er dazu trägt. Du siehst hier auf der Weste das Siegel, das wir alle so sehr lieben. Er spricht vom Tod von Saturn. Davon habe ich nie was erfahren. So, nun zeigt er ihnen das, was er mitgebracht hat. Er hat einen Roboter mitgebracht, Einzelteile eines Roboters. Und er zeigt uns jetzt einen Teil davon. Interessant, wie der Regisseur das in Szene setzt. Moment. Wir sehen nun einen Tisch. Hier, auf diesem Tisch hier ist das Siegel des Saturns zu sehen. Nette Requisite hier. Nein, Sie dürfen das nicht berühren. Ja, warum? Warum das Siegel hier an dieser Stelle nun? Weil Dina Saturn ist die Intelligenz. Und in diesem Gefäß befindet sich, Moment. Wir sind in der Eclipse. Nein, das könnte. Ja, ich muss. Wir werden das erinnern. Ich dachte, es kommt gleich hier, aber es kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Also du siehst hier das Siegel des Saturn. Und ich kann es ja sagen, hierin befindet sich das Gehirn des Roboters. So, die Intelligenz des Roboters. Binar Saturn ist die Intelligenz. Darum diese Szene, darum dieses Arrangement. Dieses kabbalistische Konzept ist die Idee hinter all diesen Machwerken. Das ist dieser Behälter. Und hier, das ist dieses Gehirn. Pures Gehirngewebe. Des Roboters. So, nun wird es wieder symbolisch hier. Hör auf den Text, worüber sie reden. Moment. Soll ich Ihnen noch irgendetwas bringen? Vielleicht Kräutersaft? Nein, ich nehme nur ein paar von den Blauen, dann haue ich mich hin. Den Blauen? Pillen. Gibt hübsche Träume. Schlaftabletten? Haben Sie noch nie davon gehört? Sie scheinen hier ja wirklich von allem abgeschlossen zu sein. Es war mal nicht rein. Okay, die. Nochmal, nochmal. Soll ich Ihnen noch irgendetwas bringen? Vielleicht Kräutersaft? Nein, ich nehme nur ein paar von den Blauen, dann haue ich mich hin. Den Blauen? Pillen. Gibt hübsche Träume. Okay. Verstehst du, wovon die Rede ist? Noch nie davon gehört? Er will. Es geht um ähnliche Pillen, die er nimmt. Es geht um. Und sie nennen dies die Blauen. Warum sind sie blau? Weil blau, die Farbe blau ist zugeordnet Boas, dem Pol, dem negativen Pol. Okay? Die Verbindung zu Binar. So. Und was bewirken diese blauen Pillen? Sie bewirken, dass man träumt. Kennen wir irgendeine Verbindung von Binar und Traum? Das ist Jakob, es ist der Traum
Mit der Himmelleiter, mit der Himmelsleiter. Okay, ich hatte das alles schon gezeigt. Es geht um die Verbindung Malkut, Bina, Jakob träumt im Alten Testament vom Himmel, von Bina. Okay, er sieht den Himmel. So, und er sieht das im Traum. Der Traum ist die Verbindung. Darum bewirken die blauen Pillen schöne Träume. Verstehst du das? Das ist die Idee, abermals. Okay? Das Motiv, und daraus entwickelte man dann die Elemente von Geschichten, die sie uns erzählen. So, eine interessante Szenenfolge hier. Sie gehen dann ins Bett. Und dann hört sie noch ein Geräusch. Und sie will nochmal weg. Sie muss ihn holen. Das hier ist eine dieser blauen. So, jetzt. Sie hat ein Geräusch gehört. Sie hat gehört, dass es gibt noch einen Bewohner auf dieser Station, der nun unbedingt in diesen Film rein muss. Und sie rennt auf einem Gang, der aussieht wie ein Horn. Rennt sie nun dorthin. Und es handelt sich um einen Hund. Ein Hund ist noch auf Saturn 3. The Dog. The Dog, das Schriftbild, ist Gott, Gott. Rückwärts gelesen, okay? Es darum, in dieser Form repräsentiert der Dog den Satan. Wir sehen das oft im Kontext. Nun schau die Szenenfolge. Sie nimmt den Dog auf den Arm. Dann sehen wir hier, schau wie die Szene ausgeleuchtet ist. Dunkel, dunkel, dunkel. Hier ist hell. Du sollst das hier sehen, weil das hier ist das Siegel des Saturn. Wie gesagt, Bina Saturn, die Intelligenz, schau, hier ist dieser Behälter mit dem Gehirn drin. Nein! Wir dürfen das niemals berühren. You can't touch this. Can't touch this. So, ich habe nur noch 8 Minuten hier. Nachher fängt das Computerprogramm an zu zicken, wenn der Film länger wird. Dann wollen wir uns jetzt beeilen hier. Er bringt die Einzelteile des Computers hier rein. Sie haben eine Menge Zeug mit. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Bis ich fertig bin. Also sagen Sie mir, was Sie für uns haben. Nur das Beste, den neuesten Roboter. Wir haben aber schon 3 davon. Okay, hier ist wieder. Ich habe dir das erwähnt. Die Zahl 3 taucht ständig auf. Er bringt einen Roboter. Sie haben aber schon 3. Hier einfach einmal mehr. Okay, Moment. So, das ist amüsant. Er baut den Roboter zusammen. Aber zuvor macht er eine Inventur, ob auch alles da ist. Nach der Landung. Aber das soll ja nur die Teile verdeutlichen hier, aus denen der Roboter dann besteht. Okay, weiter, Moment. So, nun wird es wieder interessant vom Text her. Der Text ist symbolisch. Der Name dieses Charakters hier, wir hören das gleich. Alex, woher haben Sie diesen Namen? Der Major hat ihn mir irgendwann mal gegeben. Sie heißt Alex. Alex. Warum heißt sie Alex? Weil, Moment. Das hier war übrigens, ja, warum ist dir das hier gezeigt? Weil schwarz, zum Tod gehört schwarz. Warum schwarz? Warum nicht grün oder rot? Warum schwarz? Weil schwarz ist Saturn. So, und Saturn ist der Tod. Nun, die Lady heißt Alex. Warum Alex? Weil das ist LX. LX. L ist Saturn und X ist ein Symbol für Saturn. So, LX. Das ist Saturn. Darum heißt sie Alex, the woman. Okay, zurück zum Film. So, dann folgt diese Szene hier aus dem Kommandoraum. Er im Übrigen, ich wollte nicht auf die Analogien auch noch eingehen, aber er ist der alte Mann. Der alte Mann und die junge Frau. Das ist Saturn, diese Verbindung. Okay, das Alte und das Neue. So, sie kann etwas Neues gebären quasi. Er ist der alte Mann. Er ist Saturn. Und er überwacht sie hier mit Kameras. Und dann zeichnet es der Regisseur.
Glauben, er könnte eifersüchtig sein? Das ist natürlich einerseits ein Fachbegriff hier. Er fürchtet progressive Verhaltensweisen. Aus der Kamera. Technik. Pan Control. Damit wird der Zoom gemeint. Aber Pan ist auch Saturn. Pan ist ein Gott mit Hörnern. Okay? Pan repräsentiert Saturn. So wie er hier. Darum diese Szene. So, hier nun baut der Lucifer-Charakter den Golem zusammen hier. Ja, das war ein Ausschnitt. Moment. Und ich liebe die Deko in diesem Film. Wow. Jetzt nehmen sie die Blauen hier. Die Blaue, gemeinsam. Sie teilen sie. Du siehst hier ihre Sphäre und seine Sphäre. Ja, wunderschön gemacht. Und es geht um die Verbindung der zwei. Immer gleich alles. Hast du manchmal Sehnsucht? Ich weiß, manchmal denkst du daran. Richtig. Ich bin immerhin ein Mensch. Also bei dir scheint sie schon. Ja, ich wollte dir. Schau, ich könnte hier weitermachen, den ganzen Film hindurch. Aber ich wollte dir einfach einen Eindruck geben davon. Was ein Regisseur tut. Was in ihre Filme packen, wie sie das entwickeln. Und ja, du kannst dir den Film ja selber ansehen, wenn du Interesse hast hier. Saturn 3 aus dem Jahr 1980 ist hier auf YouTube frei sichtbar. Okay, bis bald, ciao. Okay, you can stop that now. I can't hear you, I'm a robot. Come on, knock it off. Does not compute.